Boing, boing und nochmals boing, meine lieben Nasen und Näsinnen, und willkommen zurück bei The Legend of Zelda A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Wir haben das letzte Mal diesen tollen Wassertempel bestritten, haben Oculus Joculus besiegt, das garstige Glipschauge, und sind jetzt im Besitz eines Boing, Boing Enterhakens, der beschrieben wurde mit Boing. Also, warum auch immer Boing, aber lassen wir mal so dahingestellt. So, das heißt, uns stehen wieder mal ein paar neue Wegelein offen, die wir uns auch mal zu Gemüte führen werden. Ich kann gerade nicht mehr reden. Schon viel zu lang aufgenommen heute. Da war doch sonst immer... War da kein Bombenloch? Nein? Okay. Mir war so. Mir war so, als wäre hier ein Bombenloch. Oder ist hier ein Bombenloch? Nein? Also, mir war so, als wäre hier ein Bombenloch. Geh weg. Pfui. Rein ins kühle Nass, in dieses ekelhafte Grüne. Oh, das sieht aber nicht gesund aus hier. Was ist denn das? Ach, das ist der Eistempel. Vor dem graut es mir tatsächlich. Vor dem graut es mir am meisten. Weil, wenn mich meine Erinnerung nicht belügt, habe ich damals, wie bei Ocarina of Time im Wassertempel, gibt es da immer eine Sache, die ich vergesse und deswegen ewig lang hänge. Also ich warne euch schon mal vor, falls wir irgendwann mal, oder wenn wir zum Eistempel vordringen, das dauert zum Glück nur ein wenig, es kann sein, dass ich da erstmal einen Mega-Fail mache. Uiuiuiui. Jetzt sind sie aber gnädig hier mit Löchern und Bomben und Zeugs. Eine Bussi-Bussi-Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspann dich. Bussi-Bussi-Bussi. Ihr Ferkel, was denkt ihr denn schon wieder? Ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich mit euch. Mann, Mann, Mann. Ja, wer hat den Enterhaken? Ja, wer hat den Enterhaken? Ja, ich hab den Enterhaken. Boing. Dup, 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 dup. Was bist denn? Der Masturbator 3000. Hey, Kumpel. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine. Glaubt mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Na dann, los. Danke, Kumpel. Wusstest du, dass in der Lichtwelt ein gemeiner Dieb war? Einige meiner Kumpane haben sie versteckt, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Der eine war ein Meister im Schlösser öffnen, doch das versucht er zu vertuschen. Deshalb benimmt er sich wie ein Irrer und macht auf komischer Kauz. Witzig. Was? So, danke, dass du meine Nudel wieder losgelassen hast. So, dann kann ich rein. Ein komischer Kauz. Ein Dieb, komischer Kauz. Da fällt mir eigentlich nur dieser Typ ein, der vor der Wüste stand und nichts gesagt hat. Falls ihr euch erinnert. Yay! Entschuldigt, da musste ich doch gerade mal niesen. Brrr, vor lauter Bullshit. Gibst du gefrorenen Gegnern den Rest mit einem Hammer, kannst du deine Zauberkraft auffrischen. Danke. Das war eine wertvolle Information. Ja gut, es liegt daran, dass wir hier auf der Seite, also auf der anderen Seite, auf der Lichtwelt, in der Lichtwelt, mein Gott, lernen sprechen, bub.
Da haben wir hier den Froststab gefunden. Ah, aber ich möchte hier trotzdem noch mal kurz hin. Weil. Ich habe ein Beil. Jo. Weil mir dünkt, es gab hier nämlich noch was Tolles. Wupp. Nicht nur diese Feen. Nein. Knack. Genau dich. So, weil das ist natürlich keine normale Biene. Das ist eine Fee und das ist die goldene Biene, die ich schon mal ganz am Anfang erwähnt habe. Die können wir mal bei Gelegenheit mal austesten. Oder ich könnte mal was probieren. Vielleicht kann der Keuchthus was damit anfangen. Das ist doch so ein Käferfinger. Nimm das. Ja. So. So, wir gehen zurück in die Schattenwelt. Und da gefällt es mir doch ein wenig besser. Wenn ich diese komischen Krabbentypen da schon wieder sehe, dann gibt mir die Hutschnur auf. Jo, und rums, die Bums, und rums, und weiter geht's. Warte mal. Wo geht's denn unten lang? Aha. Siehst du, habe ich mal mit meinem Schild geblockt. Ist aber, boah. Ach, ich habe, oh, hoppsa. Ich hatte ja noch mein Mückennetz drin. Das ist mir just ein wenig peinlich. Au. Sackgesicht. Also ist ja... Eine große Frechheit ist das ja, was ihr da mit mir macht. Schwupps. So, ich glaube, du hast doch diese Äpfel... Ja, genau. Jam, ein bisschen Vitamine tanken. Ne, damit mein schönes rosa Haar noch weiter wallend durch die Gegend fliegt. Jups. Ick dich. So. So, mal diese Goblins. So. Da können wir es hier aufheben. Hätten auch den Hammer benutzen können, um da alles kaputt zu schlagen. Aber... Das ist mir noch gar nicht so wichtig. Ich möchte erstmal dahinter. Zum einen erstmal gucken, was in diesem Häuselein drin ist, wo ich mich tatsächlich überhaupt nicht dran erinnere. Und dann hoffen, dass ich auf der Seite vorbei kann. Ja, schaut noch gut aus. Aha, ein Laden, der mir nichts bringt. Das ist okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was da drin ist. Falls wir mal irgendwann mal in die Versuchung geraten, da irgendwas einzukaufen oder einkaufen zu wollen. Ich glaube nicht. Schnipp, schnapp, schnupp. Fupp. So. Knick, Knack und Knuck. Steht auf dem Schildchen hier. Teich des Unglücks. Ja. Das ist ja... Klingt ja einladend. Schauen wir doch mal, was dieser Teich des Unglücks für uns parat hält. Verflucht sei derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Danke, Mistzock. Wisst ihr was? Weißt du, was ich davon halte? Oh. Du hast mich aus schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Oh, guck mal. Das Erdemedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Na gut.
Ach, das war jetzt besagter Steinkreis, ne? Oder eine Kollegin mal gemeint hat, von wegen, oh, das ist aber. Oh, ich dachte, Stein hier, Steinkreis. So, das finde ich schon mal gut. Probier doch. Doch, das probieren wir doch gleich mal aus, das Ding. Ne, wir haben es ja nicht umsonst. So, Kollege Schnürschuh. Hab's da. Damit es sich lohnt. Oh yeah! Geil! Das ist also Lähmen. Die verwandeln sich in eine Kartoffel und gucken lustig. Hm. Gut, gute Lähmung. Naja. Haben wir das auch mal gesehen, siehste. Au. Ich brauche echt mal eine neue Rüstung, das ist schrecklich. Krieg hier Schaden ohne Ende. So. Schnonk. So, mal hier noch ein bisschen Rasen mähen. Vielleicht befindet sich irgendwo vielleicht mal ein Herzchen drunter. Ich habe es aufgegeben zu suchen. Gleich fangen wir wieder an zu piepen. Wie die Blöden. So. Die Magie des Enterhakens. Wunderprächtig. Und du? Sagst wahrscheinlich so. Nein, belästige mich nicht. Ja. Oh Gott, dem Dicken macht der Enterhaken mal überhaupt nichts. Hm. Oh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keinen normalen Menschen gesehen. Lass uns ein wenig plaudern. Unglaublich, dass gerade das Triforce auf Ganons Wunsch die Schattenwelt erschuf. Was Ganon damit bezweckt? Nun, das liegt auf der Hand. Er will den gesamten Kosmos beherrschen und erscheint seinem Ziel sehr nahe, da er über die Kraft des Triforce verfügt. Glaubst du dich auch? Was will er mit dem Kosmos? Ich meine. Ganz ehrlich. Also ich verstehe diese ganzen super böse Wichte, die verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, so. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ein Herrscher über. Ja, eine Stadt oder sowas zu sein oder über Land ist ja okay. Aber wozu zum Henker braucht man die Herrschaft über den kompletten Kosmos? Was bringt das einem? Es wird doch echt irgendwann langweilig, wenn man alles und jeden beherrscht und jeder zu einem Ja und Danke sagt. Also da fehlt doch irgendwie die komplette Herausforderung. Findest du nicht auch? Ja? Also ich finde schon. Ich habe gerade eine Biene mit einem Busch beworfen. Das wäre das gleiche, wenn man mich mit einem Steak töten würde. Eine Fee, danke. Du kommst mir gerade recht. Okay, das ist also die Schattenversion des Friedhofs. Okay. Bringt die mir irgendwas? Komme ich damit irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkäme? Lass mich mal kurz überlegen. Lass mal kurz gucken. Ja, hier oben zum Beispiel. Das heißt, wenn ich hier jetzt den Spiegel bilde, müsste ich eigentlich genau vor einem Türchen stehen. Und mit diesem Türchen dann gibt es wieder reichlich Krims und Krams. Ich hätte vielleicht die Bomben erstmal zulassen sollen, wenn ich hier so eine brauche. Ich bin so ein Strunzdepp. So, Tata! Und oh. Oh. Du hast dein Herzteil gefunden. Dein Herzteil ist gestiegen, weil wir ein komplettes Herz zusammen gesammelt haben. Ist das toll. Siehst du? Lohnt sich doch. Lohnt sich's doch. So, nicht runterspringen, sonst dürfen wir den ganzen Scheißweg außen rumlaufen. Wir benutzen ganz brav unseren Teleporter. Und verschwinden aus diesem Abschnitt. So, was gibt's denn hier so Schönes? Nichts. Eine Höhle? Was bist du für einer? Hey, Kumpel!
kannst du ein Geheimnis bewahren. Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Ach ja. Danke, Kumpel. Ich verrate dir etwas. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt. Normale Bomben richten da nichts aus. Schade. Ach, das ist... Folge 1 in der Schattenwelt, falls ihr euch erinnert. Da haben wir versucht, ein Bombenloch aufzuspringen, wo wir gesagt haben, nein, das funktioniert nicht. Wo zeigt eigentlich dieser Pfeil hin? Das hab ich mich damals schon gewundert. Das ist ein Pfeil, der zeigt in die Richtung. Aber da ist nichts. Vielleicht brauche ich da auch wieder, erst wieder einen anderen Gegenstand. Das kann natürlich sein. Jo, was gibt's denn da oben? Wird es sich lohnen, nach oben zu gehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Okay, wir sind bei besagten Pfeil. Geil. Schnupp, doppidididolo. Ih, das sind wieder diese garstigen Vögel. So furchtbar viel Schaden machen. Ja, guck mal, 3 Herzchen machen die gleich, das ist doch unfair. In welchem Verhältnis steht denn das, dass die so viel Schaden machen? So, was steht hier? Es findet derjenige ein Herzteil, der den Umhang trägt. Ich habe keinen Umhang. Ich weiß auch, welchen Umhang du meinst, liebes Schild. Ah, den hab ich leider noch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Schnupp. Schnipp. Aufs Maul. Mann. Diese Pflöcke sind mir doch reichlich... Nein? Okay. Hätte ja sein können. Die sahen so verdächtig aus irgendwie. Ja, was ist denn? So. Was gibt's denn hier Schönes? Natürlich wieder so einen langweiligen Shop. Das ist ja wie so eine Marktkette irgendwie. So Edeka, Aldi, Penny, irgendwas. Die haben überall ihr Lager aufgeschlagen und versuchen, das Zeug zu verticken. Mal gucken, ob es dann auf dem Berg irgendwie sowas wie Aldi Nord gibt. Oder die Auswahl der besagten Gegenstände etwas anderes sein könnte. Ist auch so eine Faszination, dass grundsätzlich alle, oder Großteil der Aldi Süd-Kunden, Aldi Süd-Kunden, ne, danke, das Angebot von Aldi Nord geiler finden und andersrum genauso, dass die Aldi Nord-Kunden das Aldi Süd-Angebot geiler finden. Also ist es... Vielleicht weil man es nicht ständig irgendwie das gleiche hat oder ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Klong. Was geht's hier so? Aha, siehst du? Aha, siehst du? Hier, Aldi Süd. Ne, ein bisschen nach Süden gelatscht und hier ist schon Aldi Süd und hier es gibt schon anderes Zeug. In einer gefährlichen Welt kannst du einiges gebrauchen. Such dir was aus. Ein Bienchen brauche ich mir nicht. Ein neues Schild. 500 Öcken. Gönn dir. Schönen Dank. Wenn du dein Schild verlierst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Und wir haben einen neuen Schild. Ui, ist er nicht schön. Ui, ist er nicht schön. Ist der nicht toll? Ist der nicht toll? Ich weiß zwar nicht, was der mir bringt. Ob der jetzt irgendwie Sachen besser zurückwirft oder keine Ahnung was. Oder ob ich jetzt weniger Schaden nehme dadurch. Ich meine, so oder so will ich keinen Schaden nehmen. Deswegen will ich es jetzt gerade auch nicht ausprobieren. Na gut. Gucken wir doch einfach mal. Im Laufe des Spiels wird es schon irgendwas bringen, dass wir jetzt uns dieses neue Schild geholt haben. Aber erstmal müssen wir natürlich wieder ein paar Leute malträtieren. Oh, Feen. Wie schaut's aus? Ich bin bedient, danke. Aber ein Bussi-Bussi kriegt er trotzdem.
Dankeschön. So, wir sind in der Schattenweltversion von Kakariko. Da sieht es mittlerweile genauso freundlich aus wie in der richtigen Version, wo die ganzen Rittersleute durch die Gegend laufen. Die kann ich auch was mit dem Hammer zu Klump schlagen. Und es bringt mir nichts. Na, dann gucken wir uns doch dieses Dörflein nochmal an. Was ist, hier für Geheimnisse trägt. Nichts, okay. Nein. Und ja, siehste. War es doch fast kein Verlust, dass wir uns dieses Schild gekauft haben. Weil wenn wir hier gleich wieder 300 Mücken kriegen. Ne? Ganz im Gegenteil, ich hätte mir wahrscheinlich in den Arsch gebissen, wenn ich diese Kiste jetzt aufgemacht hätte und noch 999 Rubine gehabt hätte. Weil, ne, sammelt sich ja nicht an. Wäre ja dann im Prinzip alles verbrannt gewesen. So, was gibt es hier? Ach, hier, schon wieder Aldi Nord. Das ist doch unglaublich. Lass mich, pfui. So, was hab ich... Ach, genau. Ich wollte ja kurz was probieren. Ich gehe mal kurz in die andere Welt. Ich habe ja diese goldene Biene aufgehoben, ne? Ne? Du erinnerst dich? Ne? Und hier wohnt doch unser Freund Keuchhust. Hey, Keuchhust. Keuchhust, ich hoffe, dass es mir bald besser geht, Keuchhust. Okay, du willst diese goldene Biene nicht. Dann eben nicht. Ich heb sie trotzdem mal auf, vielleicht können wir sie für irgendwas gebrauchen. Ah, wollte gerade sagen, wo ist mein Teleporter? Hatte ich gerade schon ein bisschen Schiss, dass ich den verloren hätte. Ja gut. Block. Also hätte ich mich jetzt aber ganz schön in den Arsch gebissen. So, was steht hier? Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Was? Ach, guck mal. Ein Skeletthütchen. Ist das nicht süß? Oh, ist das nicht süß? Ja. Freiheit. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Das klingt nicht gut. Schwupps. So, mal gucken, was es hier im Klabuff gibt. Ein Kistelchen. Und nichts. Da hat ja auch schon lange keiner mehr gekocht. Und wir haben unsere Kohle wieder drin. Siehste. Und da hätte ich mir jetzt nochmal doppelt den Arsch gebissen. Wenn ich mir das Schild nicht geholt hätte. Da. Hätte ich mir aber sowas von hätte ich mir. Ja. Oh. Kleines Spielchen, gefährlich. 30 Rubine und du kannst 2 Truhen öffnen. Versuch's mal. 2 2 Truhen ist besser als eine Truhe, wo meistens nur schon drin ist. 50 Rubine und wir haben die Kohle wieder drin, das ist okay. Und eine Bombe, das ist auch okay. Das ist okay. Das ist doch okay. Schwupp. So. Da oben geht's in den Wald, da möchte ich noch nicht hin. So, Nasenbär. Freund, sag mal. Hör auf mich zu belästigen. Ist ja gut. Hier gibt es nichts. Hier gibt es eine Statute. Mit einem Gatter davor. Ach nee, das ist der Dreizack, der so nach unten hält. Oh! Oha! Oha! Da möchte ich noch nicht rein, weil ich bilde mir ein, laut Karte müsste es nämlich Tempel 4 sein, aber wir müssen erstmal in Tempel 3 und Tempel 3 ist da oben. Okay, da können wir noch nicht hin. Doch, da können wir hin. Nein, können wir nicht.
gedacht, ich kann mich jetzt erstmal rüber teleportieren und dann wieder andersrum, aber es geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Mann, das geht ja gar nicht. Okay, da brauche ich auch erst den dicken Handschuh. Aha, okay, okay. Schlitz die Watz. Dass sie das bescheuerte Bogen schießen. Das ist eine bescheuerte Biene. Stirb, Biene. Das heißt, wir müssten theoretisch doch in den Wald, oder was? Ja, da habe ich ja Lust drauf. Ja, da habe ich ja Lust drauf. Aber mich juckt immer noch irgendwie. Ich habe mir eingebildet, ich krieg hier dem Dorf die Schaufel. Muss ich vielleicht doch zu dem Typen hier? Mein Sohn hat hier keine Flöte gespielt, ja. Doch, das ist sehr lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Er weiß schon, wo er jetzt steckt. Okay. Die Hübsche. Okay, ja. Die Hübsche haben wir schon gesehen. Danke. Ich bin gerade noch am Überlegen. Wo war denn... Wo gab's diese bescheuerte Schaufel? Ich brauche unbedingt zwingend diese Schaufel. Stopp. Ich möchte doch gar zwingend diese Schaufel haben. Ich spring da jetzt nochmal runter und wir müssen dann zwar nochmal außen rumlaufen, aber es ist nicht so schlimm, weil ich möchte gerade mal in den Wald hier gehen. Ich erinnere mich gerade an so ein zweierlei Dreilichkeiten. Kaum kam ich hier hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Ach, das ist der Sohn, guck mal. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gern wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte. Ich suche nach der Flöte. Werde ich machen. Ich leih dir meine Schaufel. Siehst du mal? Viel Glück bei deiner Suche. Ich hab die Schaufel. Du hast dir eine Schaufel geliehen. Genauso wie das Schmetterlingsnetz. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. Na dann. Auf. Das ist also der Kollege mit der Ocarina. Wie gesagt, es gab ja einige Theorien, dass der Typ, der hier spielt, eigentlich irgendwie so Horror-Kid ist oder Link aus Ocarina of Time, dass es im Prinzip in dem Spiel zwei Links gab. So, mit Blumensamen. Hier sind Blumensamen. Nein? Ja. Nein? Ach, guck mal. Tada! Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Danke für diese Flöte. Bevor ich in diesen Teleporter reinmarschiere, werde ich doch erstmal den eigentlichen Sinn dieser Flöte ausnutzen, bevor ich dann zurück in die Schattenwelt gehe und mich auf dem Weg zum nächsten Tempel begebe. Da, 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 da.
Aufzeigen, jetzt komme ich. Ja, ja, ja. Ich weiß, ihr habt alle große Eier. Toll, ganz schön. Ich bin Veganer. Hat man schon lange nicht mehr. Weg. Yep. Jo, da ist doch irgendwo, da genau, ist doch diese Vogelstatute. Wir spielen unser Lied. Papum! So. Toll, wir haben den Vogel befreit. Yay! Nein, für alle, die sich wundern, was ich da jetzt damit erreicht haben wollte. Ne, wir haben jetzt unsere Flöte. Damit kommt unser Vogel. Und wir können schnell reisen. Und das ist sowas von hilfreich in dem Spiel. Aber sowas von bombastisch hilfreich. Weil jetzt theoretisch könnten wir auch runter in den Sumpf. Wo wir sonst anders nicht hinkämen. Ne? Aber interessiert mich ja nicht. Ich möchte nämlich erstmal wieder zurück auf meinen Teleporter. Und tschüss, ihr Banausen. Aber kann ich dem Typen das nicht erzählen? Ey, ich habe ja seinen Sohn gefunden. Schnarch. Okay, jetzt schläft er einfach. Toll. Ich habe gedacht, ich kann ihm irgendwie diese... Naja... Frohe Kunde ist es ja nicht unbedingt, dass sein Sohn in Fuchsgestalt in der Schattenwelt hausiert. Ja, ich habe gedacht, ich kann ihm vielleicht irgendwas verraten. Dass er sich keine Sorgen mehr machen muss oder dass er damit abschließen kann oder sich auf die Queste begeben kann, ihn zu retten oder keine Ahnung was. Aber er schnarcht lieber in seiner Lieblingsbar. Ja, schlürft noch eine Milch. Dann lassen wir ihm das doch. Ja. Wir kehren zurück. Jo. Oh. Nein. Er wurde zum Baum. Ah, okay. Das heißt, alle, die zu lange hier in der Schattenwelt sind, ungeschützt, also nicht durch die Mondperle, die wir hier da unten haben, werden dann irgendwann automatisch zu solchen Bäumen oder was? Das ist ja creepy. Das ist ja mega creepy. Schwupp. So, und dann hätte ich gesagt, begeben wir uns noch geschwind zum Eingang zum nächsten Tempel. Beziehungsweise zurück ins Schattenweltdorf. Ins Dorf der Verwandten. Da entscheiden wir dann, welchen Tempel wir machen. Weil man muss die Tempel nicht zwingend nach der Reihenfolge machen. Also man könnte jetzt theoretisch erstmal den vierten machen, dann den dritten. Aber das hätte ich gesagt, entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Aber damit ich in der nächsten Folge dann nicht erstmal hinlatschen muss, wie gesagt, begebe ich mich dann aber hin. Wie gesagt, habe jetzt ja... bisschen was erreicht in der Folge. Haben so einiges neues Utensil gefunden. Eine Schaufel zum Beispiel. Und eine Flöte. Mit der Flöte können wir durch die Gegend flöten. Aber ich glaube nur in der Lichtwelt. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch. So, aber warte mal kurz. Warte mal kurz. Das interessiert mich jetzt. Nein, ich habe die Schaufel nicht mehr. Ah, verdammt. Okay, schade. Ich hab gedacht, weil dieser Pfeil hier hin zeigt, dass hier vielleicht irgendwas ist, das man ausgraben kann, aber ich habe die Schaufel nicht mehr. Fuck. Mist. Ich glaube, da muss ich doch tatsächlich mal im Internet recherchieren. Im Internet. Oder vielleicht weiß es ja einer von euch und kann es unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Was dieser Pfeil da bedeutet. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ja, Knoink. So, Delein. Also hier wäre zum
zumindest der Eingang zum vierten Tempel. Der zum dritten Tempel ist oben im Wald. Hätte ich gesagt, das entscheiden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge, wo wir hingehen. Ich bleibe jetzt einfach mal hier in dem Kartenbildschirm. Und ja, hätte ich gesagt, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich. Ich freue mich drauf. Ja, bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Immer schön das Schwert schleifen. Ne? Und die Scheide putzen. Ne? Und so. Ich sag am besten nichts mehr. Gut, meine lieben Nasen und Näsinnen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.